Moin Moin Leute, Video diese Woche mit etwas Verspätung. Das tut mir leid, es war ein bisschen hektisch, hatte ein bisschen viel zu tun, hab das nicht alles gefilmt. Aber da kommt jetzt noch eine ganze Menge. Ja, ihr wisst ja, die heiße Zeit ist die Maiszeit, die ist jetzt da. Und da könnt ihr euch die nächsten Wochen auf zwei, drei schöne Videos freuen. In diesem Sinne viel Spaß mit diesem Video. Wir gehen direkt rein. Da bin ich wieder. Moin und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin hier mit dem 411er und Mulcher unterwegs auf also den Wiesenflächen, die wir so haben, weil hier halt, ihr seht, da kommt so also halt alles Mögliche an Unkraut durch und halt kein Gras. Und morgen soll es angeblich regnen. Da bin ich mal gespannt, ob das wirklich kommt. 8 Liter soll es geben, also jetzt auch noch mal als Beweis hier, ne? Zeige ich das jetzt mal. Da steht's hier. Ne, heute ist Dienst, ja, heute ist Dienstag, genau. Heute ist Dienstag, da Mittwoch. Da läuft es 8,5 und Donnerstag 28 Liter. Also das glaube ich erst, wenn ich sehe. Also sowohl die 8 Liter morgen, die 8,5, als auch die 28,2 am Donnerstag. So. Aber wäre schön, wenn es kommt, weil wir können das ganz gut gebrauchen. Naja, auf jeden Fall ist jetzt meine Mission, einmal das Unkraut hier rausmulchen, dieses ganze tote, trockene Gras abmulchen. So, dass dann, wenn es dann regnet, Feuchtigkeit kommt und so, wieder neues, frisches Gras durchwachsen kann. Und wir das dann vernünftig mähen können, um dann irgendwie nochmal später im Jahr, irgendwie im, keine Ahnung, Ende Oktober oder so, damit wir irgendwie nochmal ein bisschen Futter für den Winter haben. Das wäre ja gar nicht so schlecht. Naja, also ich sag mal so, mit unserem Grassilo kommen wir über den Winter hinweg, aber halt, wenn der dann alle ist und wir dann wieder was Neues hinsilieren, dann brauchen wir das, um das wieder zu, also für den Sommer dann, ne? Und das. Ja, das wird aktuell schwierig. Aber gut. Ich fange jetzt mal gerade an so und dann melde ich mich nachher nochmal. Leute, guckt euch mal an, wie viel Müll hier liegt. Masken, irgendwelches Plastik, leere Dosen da und da wieder Masken. Ne? Das ist hier die Bushaltestelle. Hier steigen unsere, ja, also halt die jungen Menschen immer ein, die halt zur Schule müssen. So, jetzt schmeißen die hier ihren Müll hin, hier auf der Wiese, ne, wenn sie aus dem Bus steigen oder wie auch immer. Ne, da auch bei den Fahrradständern, da liegt auch alles voll mit irgendwelchen Plastikmüll, mit irgendwelchen Brottüten. Da vorne hängt ein Mülleimer. Ist das so schwer, da hier eben die 10, 15 Meter hinzulaufen und das da reinzuschmeißen? Muss man das hier immer unter Umständen werfen? Ich verstehe das nicht. Ich steige jetzt erstmal ab. Und sammle das ein, weil sonst habe ich das hinterher im Futter. Und auf Instagram mache ich jetzt auch noch kurzes Müllsammel-Tutorial. So, auch hier sieht man, stehen schön die Meldepalmen. So, Zapelle an. Handgas rein. Einmal schön sauber in die Ecke setzen, Sekunde. Aber ja, dann ist es
fertig. Wenn es dann morgen regnet, obwohl das hoffen wir, ihr habt es ja gesehen, ich habe es euch gezeigt. Vielleicht ist dann ja ein bisschen Wasser. Das wächst hier ganz vernünftig und wir können wieder ein bisschen was mähen. Das wäre nämlich spitze. So, hier am Ende, hier da, wo seid ihr heute? Meldepush hier da. Rückwärts auch noch mal reinsetzen. Die Glitzer aufwickeln. So. Ja. Und so machen wir das Ganze hier jetzt. So sieht die Fläche jetzt aus. Schön aufgeräumt. Schön sauber. Guck mal, schön hier links und rechts Streifen so. Hat Philipp sich wieder ganz viel Mühe gegeben. So, jetzt kann es morgen regnen und dann hoffen wir einfach, dass da richtig schön Dings durchkommt. Krass, ne? Das hat ja jetzt optimale Möglichkeiten, das Unkraut ist abgemulcht. Und ja, ich muss jetzt noch eine Wiese da, die kleine Obstwiese am Haus da, die muss ich noch machen. Ich meine, die steht zwar noch grün da, weil da durch den Baum ist viel Schatten und die ist auch ein bisschen tiefer. Ja, deswegen wächst das da noch, aber da kommt halt auch so ein Brennnesselnest durch. Hier und da ein bisschen Ampfer und Melder halt auch. Und ja, deswegen fahre ich da auch mit dem Mulcher rüber, weil der Ampfer, der kann das ja auch nicht haben, wenn der dann häufig abgemäht wird. Dann geht er zurück und weißt du, den kannst du ja auch sehr, sehr schwer rausspritzen, der ist sehr widerspenstig, die alte Sau. Und deswegen, ich fahre da halt auch gleich mit Mutter rüber, wir sind jetzt 12.27 Uhr. Ich fahre jetzt erst nach Hause. Mittagessen, ich habe nämlich Hunger. Jo. Bock steht wieder in der Halle. Hab Mutter abgebaut, ich bin fertig. Ich baue jetzt gerade die Kugeln ab. Weil sonst sind wir weg, weil das ist ja nicht unser Mutter, das ist ja der Jagdgenossen Mutter, der steht hier halt bei uns. Und Vatern ist ja Vorsitzender der Jagdgenossen. Und die die Silos der Bauern können sich dann in die Mulche halt für einen schmalen Kurs mieten. Und bei uns steht der und wir gucken danach. Und ja, und jetzt baue ich die Kugeln wieder ab. Nimmt jeder seine eigenen, weil lernen wir nicht die Bauern kennen. Wenn irgendwo Kugeln for free sind, die sind dann ganz schnell mal weg. Ja, deswegen baue ich die gerade fix ab. Licht hier irgendwo an der Seite und dann muss ich mal gucken, was diese Woche noch passiert. Freitag bin ich bei meinem Lohner Mais häckseln. Aber filme ich das? Weiß ich nicht. Ich glaube, da mache ich ein extra Video von. Bei uns geht ja dann auch schon übernächste Woche Maisernte los. Wobei ich dann mal andere filme euch natürlich Content für die Woche. Muss ich André mal fragen, ob das für ihn in Ordnung ist. Ah ja, ich melde mich später mal. Ja, und dann sehen wir ja, wie es weitergeht. Jo, hier ist die spätere Meldung. Also ich habe das Häckseln jetzt nicht gefilmt, weil das war morgens ziemlich hektisch. Meine Eltern sind in den Urlaub geflogen, ich war alleine, ich musste füttern und so und habe das dann in der Eile alles vergessen und war dann das ganze Wochenende fleißig am Maisfahren. Aber Montag geht bei uns die Ernte los. Ich gehe jetzt raus gleich, putze meinen Trecker schon mal wieder ein bisschen. Und dann wird ganz fleißig bei uns gefilmt. Bei uns ist jetzt auf der ersten Anlage Ernte. Und ja, da gibt es auf jeden Fall was zu sehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Und wir sehen uns im nächsten Video. Lasst ein Like und ein Abo da, für alle, die es noch nicht getan haben. Ich hoffe, das kürzere Video war jetzt ein bisschen in Ordnung. War halt nicht so viel los. Aber das hat man halt manchmal. So, ich wünsche jetzt noch einen charmanten und wir sehen uns im Maisernte-Video, was als nächstes kommt.